Friedrich Schiller, meine Damen und Herren, war ein deutscher Erfolgsautor. Das lässt sich ganz schnöde an der Auflage der Werke ablesen, die schon wenige Jahre nach seinem Tod die Millionenhöhe überschritt. Das zeigt sich genauso an der Zahl der Aufführungen seiner Stücke, von den Räubern bis zu Wilhelm Tell, der Zahl seiner Denkmäler und an der übergroßen Präsenz, die er in deutschen Schulbüchern gefunden hat. Zu schweigen von dem hohen Ton in allen Reden, die zu seinem Todestag gehalten werden. Wenn Sie ein besonders abgehobenes Beispiel suchen, lesen Sie einmal nach, was Thomas Mann seinen Zuhörern im Mai 1955 zum 250. Todestag über seinen Kollegen vortrug. Zuhörern in beiden Teilen des getrennten Deutschlands nebenbei bemerkt. Ausdrücke wie der Schmach der Materie entrückt, umflossen von männlicher Idealität, kühn, feurig und sanft, von Gedankenwürde geadelte Stirn, geben den feurig und keineswegs sanft in den Kitsch abzweigenden Ton an. Schiller ist jedenfalls derjenige, der am lautesten, wenn es diesen Superlativ geben sollte, am dramatischsten vor den Gefahren auch dieser Freiheit gewarnt hat, vor den windigen Typen, die uns zu dieser Freiheit verhelfen wollen. Schiller war immer gleichzeitig der feurige Autor, dem jedoch das sogenannte Ungezügelte stets schreckliche Furcht einflößte. Der junge Fiesco in Die Verschwörung des Fiesco zu Genua ist kein Kerl, den man gerne zum Sohn oder Schwiegersohn hätte. Und weder Don Carlos noch der Marquis von Posa bedienen sich in der Verfolgung ihrer Zwecke strategischer Mittel, die man so ohne weiteres billigen möchte. Auch Wallenstein, ein Ehrgeizling reinsten Wassers, horoskopengläubig und seinem Schwiegersohn, um beim Thema zu bleiben, weiß Gott kein Förderer. Auch Wallenstein ist keine Erscheinung, die man dem Nachwuchs zum Vorbild empfehlen möchte. Genauso wenig wie die Jungfrau von Orléans, Maria Stuart, oder die Braut von Messina. Sie sehen, die Sache hängt nicht einmal am Geschlecht. Es verhält sich ja zudem auch so, dass Freiheitsfeste hierzulande nie eine glorreiche Tradition erreichten wie in anderen Ländern. Die Franzosen, klar, die tanzen am 14. Juli auf der Straße, um ihrer Revolution von 1789 zu gedenken. Die Amerikaner feiern am 4. Juli ihre Unabhängigkeit vom britischen Königreich. In Deutschland hingegen scheinen weder das Ende des Kaiserreichs noch das Ende der Nazi-Diktatur je der Anlass gewesen zu sein, glückstrunken Schillers Ode an die Freude zu deklamieren und allen Menschen Brüderschaft anzubieten. Selbst 1989, als in Berlin die Mauer fiel, sangen die Menschen nicht die Ode an die Freude. Sie riefen, wir erinnern uns nicht Freude schöner Götterfunken. Sie riefen schlicht und einfach Wahnsinn. Schiller ist nämlich, hier liegt das Paradox, der freiheitliche Nationaldichter eines dem Umsturz eher abhold gewordenen Volkes. Der deutsche Adel, sehen wir einmal von dem exzentrischen Württemberger Herzog ab, nahm ihn genauso in Beschlag wie das bildungsfreudige, konservative deutsche Bürgertum, allen voran der Geheimrat Goethe. Und die arbeitende Bevölkerung wurde erst recht angehalten, ihn, den Sohn aus ärmlichsten Verhältnissen, zu lieben, ihn, den Dichter, der selber 14 Stunden am Tag, gut, meistens in der Nacht, arbeitete und an dessen Ästhetik sich zeigen ließ, dass Kunst, recht besehen, einen sozialen, einen aufklärerischen Auftrag hatte. Das hat die merkwürdige Folge, dass wenn im Theater der Satz des Marquis Posa fiel, Sire, geben Sie Gedankenfreiheit, oder eben im Tell die alten Rechte beschworen wurden, die von den Vätern erworben wurden, dass sich oft jemand im Publikum fand, der laut klatschte, darauf vielleicht sogar verhaftet wurde. Nehmen wir nur das Stück Wilhelm Tell. Meine Damen und Herren, nie wurde es öfter in Deutschland gespielt als während der Hitlerzeit, bis es einem kleinen, den Fotos nachzuurteilen, arg verpickelten Mitarbeiter aus dem Propagandaministerium klar wurde, dass die Zuschauer den Satz »Die alten Rechte bewahren« als Ausdruck ihrer Gefühle gegen das Regime der Nationalsozialisten begrüßten und bejubelten. 1941 wurde die Aufführung des Wilhelm Tell für das Großdeutsche Reich untersagt. Andererseits stand er ganz
ohne Zweifel fest, dass dieser Schiller aus dem Kanon der großen deutschen Dichter und Denker einfach nicht herausgezaubert oder, wie er selbst gerne sagte, eskamotiert werden konnte. Das war ja der geniale Kerl, der diesem Volk neben den großen Theaterstücken auch die bedeutungsschwere Lyrik verdankte. Den Taucher etwa, die Kraniche des Ibikus, den Ring des Polykrates, die Bürgschaft oder das Lied von der Glocke. Allesamt Werke, die Generation um Generation von Deutschlehrern ihren willigen und unwilligen Eleven zum Auswendiglernen und bei Versagen mehrfachen Abschreiben auferlegt hatten. Schiller, das war der Beweis, dass die griechische Klassik in Deutschland ihre Wiedergeburt erfahren hatte. Diese Ambivalenz, diese Doppeldeutigkeit lässt sich ein wenig auch in Schillers Biografie nachverfolgen. Schon ein flüchtiger Blick verrät, dass sein Lebensplan sehr früh bereits auf Sicherheit angelegt war, auf bürgerliche und auch auf, verzeihen Sie mir diesen modernen Begriff, auf intellektuelle Sicherheit. Der Mann war schließlich Schwabe. Dieses Verlangen war nur allzu verständlich nach der Aufregung, die sein erstes Erfolgsstück, Die Räuber, ausgelöst hatte. Es kann beileibe kein abenteuerliches Vergnügen gewesen sein, nach dem Erfolg dieser Räuber 14 Tage wegen Entfernung von der Truppe im Gefängnis verbringen zu müssen. Genauso wenig, wie es die anschließende Flucht aus Stuttgart nach Mannheim gewesen sein kann. Eine Sache ist es, als Autor gefeiert zu werden, eine andere aus eben diesem Grunde von der Familie getrennt zu werden. Hier hilft nur die Protektion durch eine andere Schutzmacht. Das hätte ein Verleger, in Schillers Fall ein Theaterintendant sein können, doch der Mann, der in Mannheim die Räuber, danach auch den Fiesco herausgebracht hatte, setzte sein Geld bald auf einen anderen Autor. Das stürzte Schiller in eine empfindliche finanzielle Krise. Gut, der Herzog von Sachsen-Weimar, der liebenswerte, literaturbegeisterte Karl August, hatte ihm im Dezember 1784 zum Titel eines Weimarischen Rates verholfen. Doch das war sozusagen eine standesmäßige Anerkennung, ein Entree in die bessere Gesellschaft, aber weiß Gott, keine ökonomische Absicherung. Zur finanziellen Umbild trat hinzu, dass der Dichter in Mannheim an Malaria erkrankt war. Ein Fieber, das kommt und geht. Der Ort seines ersten Triumphs auf dem Theater hielt, wenn wir das sehr dramatisch ausdrücken wollen, auch den Keim, die Erreger, für seinen frühen Tod bereit. Malaria war damals übrigens unter dem Namen Nervenfieber, so bekannt und virulent wie medizinisch unbezwingbar. So wusste natürlich auch Schiller, der promovierte Regimentsmedikus. So viel zu den späteren Worten des Kollegen Thomas Mann. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, Schiller, der Schmach der Materie entrückt. Das war Schiller spätestens seit seinem 24. Lebensjahr überhaupt nicht. Malaria ist eine schreckliche Krankheit. Und auch ein Dichter ist bisweilen einfach nur Körper. 1791 kommt zur Malaria auch noch die Tuberkulose, krampfartiger Husten, periodisch einsetzende Ohnmachtsanfälle. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits seit 2 Jahren verheiratet. Längere Zeit konnte er sich zwischen 2 Schwestern nicht entscheiden. Die eine war verheiratet, doch unglücklich, die andere noch ungebunden. Beide waren sozusagen geadelt dadurch, dass Goethe im Haus ihrer Mutter verkehrte. Schließlich fiel des Dichters Wahl auf Lotte, die noch Ungebundenen. Ob die Ehe so recht glücklich war, wird von manchen Forschern bezweifelt. Wie gesagt, Schiller arbeitete bis zum sprichwörtlichen Umfallen, war aber danach eher auf eine Pflegerin angewiesen als auf eine junge Frau, die vielleicht auch ihre eigenen Vorstellungen von Freiheit hatte. Wirtschaftlich ging es ihm miserabel und es rettete ihn nur eine Falschmeldung. Die Falschmeldung nämlich von seinem Tod im Jahre 1790. In Dänemark wurde seiner gedacht und als sich herausstellte, dass er noch lebte, allerdings in den ärmlichsten Verhältnissen, fanden sich, heute würden wir sagen, Sponsoren, die ihm für 3 Jahre ein üppiges Stipendium zahlten. Es waren die 3 Jahre, in denen Schiller es sich erlauben konnte, grundsätzlich über das Problem der Freiheit nachzudenken. Schillers Problem mit der Freiheit liegt gleich auf mehreren Ebenen.
Einmal, wir haben darüber gesprochen, so einfach das Volk aufhetzen, das wollte er nun gar nicht. Das Stück Die Räuber mochte ihm die Liebe deutscher Protester, die Anerkennung der Franzosen gebracht haben, die dem Dichter die Ehrenbürgerschaft der Französischen Republik verliehen. Doch hatte er das gewollt, nach all dem Blut, das in Frankreich geflossen war? Gewiss nicht. Schiller erwog ernsthaft, persönlich in Frankreich gegen die Exekution des Königs zu intervenieren. Zum Zweiten war Schiller Künstler. Klar, manche Kritiker warfen ihm vor, seine Figuren seien reine Deklamationsmodelle. Das kann aber schon deswegen nicht wahr sein, weil sie uns alle so deutlich im Gedächtnis blieben. Wenn man als Dichter Personen für die Bühne entwirft, dann merkt man aber schnell, wie die plötzlich von einer eigenen theatralischen Freiheit Gebrauch machen, die man so vielleicht wirklich gar nicht gemeint hatte, der man sich aber als Künstler nicht verschließen kann. Und drittens und nicht weniger entscheidend, Friedrich Schiller ist schließlich auch ein Mann der exakten Wissenschaften, der Natur- und der Geisteswissenschaften. Er hat sehr exakt gearbeitet über die einschlägigen Themen der Freiheit. Sie schlugen sich in akademischen Abhandlungen nieder, wie über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Was bedeutet denn recht untersucht der freie Wille, wenn wir ihn in Abhängigkeit bringen zu seinen Emotionen? Oder wir überschlagen hier einen ganzen Kanon von theoretischen Schriften oder der Aufsatz über die ästhetische Erziehung des Menschen. Schiller fand in seinen Zweifeln Hilfe oder, was sicherlich viel bedeutender ist, Sicherheit bei Johann Wolfgang von Goethe, dem über jeden Zweifel erhabenen Garanten gesellschaftlicher, künstlerischer und eben intellektueller Respektabilität. 1794 verbrachte er sogar 2 Wochen in dessen Haus in Weimar. Ein fast glücklicher Aufenthalt, hätte Schiller nicht so viel geraucht und etwas weniger streng gerochen. Aber das Fundament für die Freundschaft war gelegt. Der sich anschließende Briefverkehr, der gelehrte Austausch zwischen den beiden deutschen Geistesgrößen war so etwas wie eine gegenseitige Selbstversicherung auf allerhöchstem intellektuellem Niveau. Die zweite Stütze liefert Schiller seine Zuwendung zur Philosophie, ganz besonders zur Philosophie von Immanuel Kant. Wer sein Denken, wer die Suche nach dem Schönen, Wahren und Guten an dem 1804 verstorbenen Meister der zeitgenössischen Philosophie ausrichtete, konnte so ganz einsam und ungeschützt nicht bleiben. Wenn also Kant die Selbstbestimmung des Menschen als dessen höchstes Ziel erklärt hatte, dann galt es diesem Ideal der Freiheit eine Bestimmung hinzuzufügen, die erklärte, wie es zu erreichen sei. Für Schiller lag dieses Mittel in der Kunst. Daher der Titel über die ästhetische Erziehung des Menschen. In der Kunst, nur in der zweckfreien Kunst, so lassen sich Schillers Gedanken grob wiedergeben, lassen sich menschliche Emotionen, Empfindungen und rationales Handeln gestalten. Also der Umgang mit diesen Gefühlen in einen geformten Ausdruck zusammenführen. Das ist der Weg zur Selbstbestimmung, zur produktiven Nutzung von Freiheit. Vielleicht, meine Damen und Herren, und vielleicht steckt da ein kleiner Widerspruch. Wenn Kunst zweckfrei sein soll, wie soll sie dann dazu taugen, den Menschen zu verbessern? Aber das ist vielleicht ein kleinlicher Einwand gegenüber dem Werk eines Mannes, dem wir die immer aktuellen Fragen verdanken, wo öffnet sich dem Frieden, wo der Freiheit ein Zufluchtsort? Diese Fragen haben sich noch lange nicht erledigt.